heiße Gregor Wölche, bin Geschäftsführer und Mitgründer von Lovelace. Meine Partner sind Michi Kern und Lissi Kieser. Also wir haben das uns ausgedacht und haben dann aber 7 Partner mit reingeholt, weil wir das ja auch alles privat finanziert haben. Also das Gebäude war ursprünglich mal die Bayerische Staatsbank, so wenn man es von außen sieht, die alte denkmalgeschützte Fassade, das war eben mal die Bayerische Staatsbank, wurde komplett entkernt Anfang des Jahrtausends und in ein Vorstandsgebäude für die Hypovereinsbank umgewandelt. Dann rief uns einer von der Bayerischen Hausbau an und sagte, ich habe hier ein leerstehendes Gebäude, guckt doch mal, ob ihr eine Zwischennutzung machen könnt. Und dann kamen wir hier rein, sind rumgegangen, haben uns das angeguckt, sind durch die Zimmer gegangen und haben gesagt, Hotel, hier, sofort. Und haben, glaube ich, eine Woche später unterschrieben. Also wir haben es gemietet tatsächlich für 2 Jahre. Hatten immer gehofft, dass hinten noch ein bisschen was rausgeht, weil es liegt ja ein Gerichtsstreit über dem Gebäude. Deswegen sind wir immer davon ausgegangen, da geht vielleicht noch was. Aber es ist tatsächlich jetzt auch nicht passiert, sondern es bleibt bei der Zeit. 5000 Quadratmeter, das sind irgendwie, keine Ahnung, 40.000 Quadratmeter Wandflächen. So, was machen wir damit? Und dann haben wir eben gesagt, wir fangen mit Layers an, tatsächlich Schichten davor zu tun. Wir haben in den Zimmern die Schichten mit den Vorhängen, ja, die einmal sich rumziehen ums ganze Zimmer. Wir haben hier draußen die Tapeten entwickelt, die aus den bestehenden grünen Wänden entwickelt sind, wo die Pflanzen rausgenommen wurden, auf eine Tapete gepackt wurden. Wir haben unsere Schilder, die man im ganzen Haus sieht, mit den Sprüchen drauf. Also es geht immer darum, irgendwas davor zu stellen, davor zu hängen, davor zu kleben. Wir haben Kunstwerke in den Zimmern, die sind auch nur geklebt, ja, die sind auch wirklich auf die Wand geklebt. Und all das wird, wenn das Ding abgerissen wird, mit abgerissen dann auch. Was das hier ausmacht, ist das Happening. Und das ist das, was dann am Schluss in einem Businessplan Sinn macht. Ja. Mit einem Hotel alleine mit 30 Zimmern und 60 Betten hätten wir das nie irgendwie wirtschaftlich stemmen können. Wir hätten auch 60 Hotelzimmer reinquetschen können. Ja, das haben wir aber nicht gemacht. Wir haben die Sachen gelassen. Wir haben es alles ein bisschen großzügig und luftig gelassen. Wir haben, ich glaube, inzwischen 1478 Veranstaltungen hier im Haus gehabt. Von Lesungen, wo fast keiner kommt, bis zu Konzerten, wo 2000 Leute kommen. Und das bringt eigentlich das Haus zum Leben. Also die Vielfalt macht es. For members and non-members only. Wir haben etwas gemacht, was man in München eigentlich nicht macht. In München wird die Tür zugemacht. In München ist die berühmte Türsteherstadt. Ja? Man sagt, du nicht, nur raus, sortieren. Ne? So. Also du musst hier auch nichts trinken oder konsumieren. Du kannst reinkommen, kannst dich hinsetzen, kannst arbeiten, kannst Fotos machen, kannst wieder rausgehen. Also ganz viele Neugierige kommen einfach nur, machen ihre Bilder und gehen weiter. Und damit erledigen die das Marketing für uns. Geschichte, dass es ein Pop-Up-Hotel ist, das erste der Welt, wo Leute Fotos machen und einfach posten, 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 hat dazu geführt, dass wir eigentlich gar nichts machen mussten. Wir machen Frühstück hier drin und wir machen Caterings. Die machen wir von 5 Mann bis 1000 Mann. Es ist alles vegetarisch, weitgehend sogar vegan, aus persönlicher Überzeugung. Das Besondere ist, dass das Haus mitten in der Stadt steht, in der Altstadt. Die Innenstadt verweist eigentlich in Schickness und ne, so das typische München-Klischee. Und damit brechen wir hier natürlich. Das ist eine ganz andere urbane Situation. Das ist eine Situation, wie du sie vielleicht irgendwie in Tokio oder New York hast, wo du eben auch mitten in der Stadt mal so einen seltsamen Platz hast. Ja. Dieses Haus ist für alle aufgemacht worden und wir haben von 80-jährigen Großmüttern, die kommen, um sich Schubert-Rezitationen anzuhören, bis hin zu irgendwie 18-Jährigen, die hier einen Geburtstag feiern, jede Menge Lang- und Kurzbart-Hipster. Wir haben hier arabische Familien, die finden das ganz toll, dass wir viele von unseren Räumen zusammenlegen können. Toten Hosen waren hier und haben das ganze Haus gebucht. In diesem Spektrum findet das statt. Wir wollen weitere Happenings machen, klar. Wir haben Blut geleckt, wir haben sehr viele Nachfragen von Immobilienbesitzern, die sagen, mach mir das auch. Und wir wollen unbedingt, bevor wir hier zumachen, das nächste an die Wand halten können, sagen, das wird das nächste sein.